Was sind die Auswirkungen eines Mangels an Kalzium? Ein Mangel an Kalzium, ein normalerweise reichlich vorhandenes Mineral im menschlichen Körper, kann zu schweren Beschwerden oder zum Tod führen. Die Knochen sind am häufigsten betroffen, da Osteoporose oder Osteomalazie auftreten kann, die zu Knochenbrüchen führt. Die Muskeln sind auch von einem niedrigen Kalziumspiegel betroffen, was zu Muskelkrämpfen und unerwarteten Krämpfen führt, die unangenehm und sogar tödlich sein können. Andere durch niedrigen Kalzium verursachte Probleme, wie Hypertonie, Darmkrebs und Depression, können im schlimmsten Fall zum Tod führen. Aus diesen Gründen ist es wichtig sicherzustellen, dass eine ausreichende Menge an Kalzium in der Ernährung enthalten ist. Viele der Auswirkungen eines niedrigen Kalziumspiegels betreffen die Knochen, da eine ausreichende Einnahme dieses Minerals sie stark und gesund hält. Osteoporose, eine Degeneration der Knochen, tritt häufig bei Erwachsenen mit geringer Kalziumzufuhr auf. Frauen in den Wechseljahren sind besonders anfällig für Osteoporose, da hormonelle Veränderungen dazu neigen, Kalzium aus den Knochen zu entfernen und es in den Blutkreislauf aufzunehmen. Osteomalazie, die Demineralisierung der Knochen, kann ebenfalls dazu führen, dass Knochen schmerzhaft sind und leicht gebrochen werden können. Diese Erkrankung bei Kindern ist als Rachitis bekannt, die Symptome sind jedoch die gleichen wie bei Erwachsenen mit Osteomalazie. Die Muskeln sind auch oft von einem Mangel an Kalzium im Körper betroffen. Gelegentlich treten Muskelkrämpfe auf, die von diesem Mineralstoff nicht genug aufgenommen werden. In der Tat leiden einige Menschen an Tetanie, was zu Muskelkrämpfen führt. Das Ergebnis kann mild sein, was zu gelegentlichem Kribbeln in Zehen, Fingern und Lippen führen kann, oder es kann tödlich sein, wenn beispielsweise die Pharynx- oder Larynxmuskulatur plötzlich krampft. Aus diesem Grund wird ein Mangel an Kalzium normalerweise als ernstes Problem angesehen, das schnell behoben werden sollte. Andere Probleme, die auf einen Mangel an Kalzium zurückzuführen sind, können ebenfalls tödlich sein. Zum Beispiel kann Bluthochdruck entstehen, weil Kalzium die Kontraktion der Blutgefäße kontrolliert, was bedeutet, dass das Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle erhöht ist. Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag treten oft auf, wenn im Körper nicht genügend Kalzium vorhanden ist. Darmkrebs ist auch eine mögliche Auswirkung eines Kalziummangels, da dieses Mineral verhindern kann, dass sich Gallensäuren im Darm ansammeln. Schließlich können auch Depressionen und Angstzustände die Folge sein und sollten diagnostiziert und behandelt werden, bevor sie ernst genug werden, um in Selbstmord zu enden.